Oh! Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob ihr die Waffe von dem Typen bekommen könnt? Falls ja, die könnt ihr bekommen. Und die ist auch gar nicht so schlecht. Das ist das Ritterschwert, was ich hier gerade trage. Ich habe es aktuell als blutiges Rittergroßschwert. Warum, zeige ich euch gleich. Und ich zeige euch auch, wieso das Ganze ein Video wert ist. Darüber hinaus gibt es auch noch die geile Rüstung hier von dem Typen und auch das Schild. Also falls ihr die Sachen haben wollt, das hier ist der Ritter, den ihr besiegen müsst. Das Ganze findet ihr neben den Katakomben der Schwarzen Klinge. Da könnt ihr einfach hier die ganze Zeit den Weg entlang und dann kommt ihr da eigentlich, wenn ihr die Karte lesen könnt, relativ einfach hin. Und was ich gemacht habe, ist das und das weggepackt. Die silbernen Füße da drauf. Melenias Hand, wenn ihr die nicht habt, müsst ihr schauen, was für eine Waffe ihr nehmt. Ich bin jetzt auch schon im NG plus 3, da ist das natürlich alles ein bisschen schwieriger. Ich habe einen silbernen Fuß aktiviert, bin rausgelaufen. Und dann habe ich dann einfach abgefarmt. Mal gucken, was er fallen gelassen hat. Ah, da hat er schon die Rüstung. Also die Droprate ist nicht so schlecht, wenn ihr den zweiten Fuß noch aktiviert und natürlich den Silberskarabeus benutzt. Solltet ihr eigentlich schnell die Waffe bekommen. Und ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich auch ein super Beispiel, um euch einmal zu zeigen, wo es alle Klangperlen gibt, damit ihr die Waffe auch aufwerten könnt. Und das sind 4 Stück für Schmiedesteine 1 bis 8. Und dann gibt es natürlich noch die uralten Drachenschmiedesteine. Habe ich auch schon mal überlegt, ob ich dafür vielleicht mal ein Video mache. Ja, und dafür zeige ich euch jetzt einmal, wo es die ganzen Klangperlen gibt. Die ersten finden wir im Kristalltunnel von Raya Lucaria, wenn man den Endboss besiegt. Dafür müssen wir jetzt hier in den Kristalltunnel. Da gehe ich vom Brückenrampe des Osttores hin. Wie ihr seht, fehlen mir ganz viele Gnaden. Vielleicht habt ihr die Gnade auch schon. Da gibt es auf jeden Fall die erste. So, und hier gibt es die Klangperlen 1 des Schmiedesteinschürfers. Und dann geht es jetzt direkt zu der nächsten. Die nächsten findet ihr im versiegelten Tunnel. Ja. Muss ich selber mal schauen, wie man da nochmal hinkam. Ich glaube, man musste hier so den Weg runter. Gucken wir mal. Okay, eine Kleinigkeit, wenn ihr hier an der Gnade seid und nicht wisst, wo ihr hin sollt. Da war der, kamt ihr gerade rein, hier ist die Gnade. Hier ist ein versteckter Gang. Da müsst ihr gegenrollen, dann geht der Gang auf. Diese ganzen Truhen, ne? Mann, war schon. Also Leute, ihr müsst gar nicht den Boss hier besiegen. Die Klangperlen für den Schmiedesteinstörfer, die kriegt man direkt, wenn ihr durch diese Illusion gegangen seid, in einer Truhe. Hier, in der Truhe gibt es sie. Also ihr müsst gar nicht den Boss besiegen. Holt euch schnell hier die Truhe, dann habt ihr die Klangperle für Schmiedesteine 3 und 4. Dann sehen wir uns gleich wieder bei der nächsten. Also Leute, die nächsten Klangperlen gibt es hier, Ruinen von Zamo. Dafür müsst ihr schon relativ weit sein in der Story. Ihr müsst nämlich den großen Aufzug von Rold benutzen können. Und dann direkt am Anfang, Ruinen von Zamo, hierhin. Da gibt es einen unterirdischen Eingang und da findet ihr die nächsten Klangperlen. Ups. Also Leute, da ist der Durchgang. Ich mache hier gerade noch diese Zamo-Leute kaputt. Okay, gehen wir hier runter. Müsst ihr hier unten durch. Ihr müsst nicht mal den Boss besiegen. Da in der Truhe ist die nächste Klangperle des Schmiedesteinstörfers. Damit kriegt ihr die 5er und 6er. Nach dem Götterskalpen-Duo, das ihr in Farum Azula findet, kriegt ihr die Klangperle Nummer 4 des Schmiedesteinschürfers, womit ihr dann Schmiedesteine 7 und 8 kaufen könnt. Jetzt zeige ich euch auch nochmal ganz schnell, wo es auch einen uralten Drachenstein gibt, damit ihr die Waffe auch auf plus 25 machen könnt, wenn ihr schon die ganzen Klangperlen habt.
Dafür müsst ihr zur Kirche der Ruhe. Da müsst ihr also schon relativ weit in der Story sein. Und von Kirche der Ruhe gibt es hier so einen Totenkopfschädel. Ich hatte das, glaube ich, auch schon mal in einem Stream gezeigt. Und in dem Totenkopfschädel, ich glaube, ich habe den schon, genau. Hier an dieser Leiche liegt ein uralter Drachenstein. Und jetzt fragt ihr euch sicher, ja, was ist denn jetzt mit der Waffe? Die Waffe ist jetzt auf plus 25 und jetzt schauen wir mal, wieso die Waffe eventuell ein Geheimtipp sein könnte. Zusammen. Warum die Waffe so OP ist. Also wie gesagt, wenn NG plus 3, ich weiß nicht, ob ihr den Schaden gerade gesehen habt, aber das waren 1500 und davor 1800. Da waren es nochmal 3000. 1500. Vielleicht sieht man jetzt... Okay, das sind Anfangsgegner. Jetzt sagen wieder viele, ja, das ist ja hier der Anfangsbereich. Geh mal irgendwo, wo es schwerer ist. Wir sind NG plus 3, ne? Dann gehe ich doch mal zum Farum Azula. Da sind ja starke Gegner. Schauen wir mal, wie gut die Waffe da ist. Oh, da ist einer. Oh, nicht getroffen. Oh! Dood. Zack. Okay, ich löse es auf. Also, ihr braucht... ihr habt es vielleicht unten schon gesehen, die Löwenkralle braucht ihr auf jeden Fall. Sage ich euch gleich, wo es sie gibt. Und das Krasse ist halt, die Waffe hat 111 Blutung. Das heißt, ihr macht zwei Angriffe und die meisten Gegner haben Blutverlust. Die Waffe ist, was die Stats angeht, nicht so stark. 629. Aber ihr habt gerade gesehen, was für einen brutalen Schaden diese Waffe raushaut. Und das Rittergroßschwert könnt ihr früh bekommen. Auch die Schmiedesteine dafür könnt ihr früh bekommen. Und auch die Löwenkralle könnt ihr früh bekommen. Jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, wo es denn die Löwenkralle, also die Kriegsasche gibt, die ihr braucht, damit ihr das auch gut einsetzen könnt. Dafür müsst ihr nach Kaelet, da kommt ihr eigentlich auch früh, also sogar am frühesten hin von allem. Und dann ist die Burg, hier, Festung Gael. Da kommt ihr direkt hin. Also ihr müsst nur dem Weg die ganze Zeit folgen und dann biegt ihr hier einmal rechts ab. Dann kommt ihr zur Festung Gael und dort ist ein Löwe drin, den ihr besiegen müsst. Ich gehe mal gerade hin und zeige euch das. Du. Ups. Okay, bin ich halt direkt beim Löwen. Hol ich meine Mimik. Schauen wir mal, wie gut die Waffe gegen den ist. Oh! 1500. Das ist einfach crazy. Oh! Da kriegt ihr die Kriegsasche Löwenkralle. Und noch ein Runenbogen. Perfekt. Sagt mal gerne in den Kommentaren, wie ihr die Waffe findet. Ich finde, das ist ein absoluter Geheimtipp, diese Waffe. Ihr kriegt die sehr, sehr früh. Überlegt mal, ihr könnt schon, bevor ihr zu Ranale, sogar bevor ihr zu Godric geht, könnt ihr euch hier farmen bei dem Gegner. Der ist auch im ersten Durchlauf nicht stark. Dann könnt ihr direkt nach Kaelet hier in die Festung. Den Löwen kriegt ihr auch irgendwie gekillt. Und dann könnt ihr euch Schmiedesteine 1 schon im Kristalltunnel von Raya Lucaria holen. Die zweite kriegt ihr hier. Da könnt ihr über das Altus-Plateau auch hinkommen, wenn ihr die Abkürzung nehmt. Nur die dritte und vierte Klangperle kriegt ihr dann halt erst etwas später. Aber dann habt ihr die Waffe wenigstens schon mal auf plus 10 oder so. Und mit der Löwenkralle werdet ihr so viel Schaden raushauen. Was wichtig ist, wenn ihr die Kriegsasche draufpackt, das will ich euch nur gerade zeigen, bevor jemand fragt. Aus mir. Ihr müsst hier blutig nehmen, ganz wichtig, damit ihr diesen krassen Blutverlust habt. Und ja, das war's für das Video. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare. Gerne den Kanal abonnieren, das würde mich extrem freuen.
Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.